Herzlich willkommen vielleicht schon zum vorletzten Part von Stitchy in Toki Trouble. Im letzten Part hatten wir Welt 2 abgeschlossen und heute machen wir weiter in Welt 3. Nämlich in Level 2. Was? Achso, nee, in Level 1 möchte ich schon gerne anfangen. Ich habe jetzt auch die Soundeffekte mal ein bisschen runtergeschraubt von dem Killen der Gegner eigentlich, aber scheinbar ist es trotzdem noch unglaublich laut. Also im Spiel habe ich das mal ein bisschen leiser gemacht, weil das geht tatsächlich. So, wir sind in einer Fabrik- und Lava-ähnlichen Umgebung. Ich weiß nicht genau. Oh. Das versinkt, oder? Nein, das versinkt nicht. Schade. Hotheads. Oh. Hier darf ich bestimmt. Okay. Man hat sogar mehrere Versuche. Ich weiß nicht, mit wie vielen Hits der down geht oder ob der nur down geht mit einer Stampfattacke. Ja, scheint so. Ist auch okay so. Mal gucken, ob wir heute wieder die Hälfte der Welt schaffen. Also sechs Level wären super. Wenn wir das schaffen könnten. Aber ihr wisst ja, das Spiel wird auch immer schwieriger. Und wir sollten nichts überstürzen. Wenn wir noch drei Parts fürs Spiel brauchen, ist das okay. Wenn nicht, dann ist auch okay. Das ist, als ob es hier ein Herz gibt. Ich lasse das mal da, weil ich brauch's nicht. Die gehen weg. Das ist eine ganz coole Idee. Lost. Ach, man stirbt nicht instant bei einem Lava-Treffer. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Weiß ich auch nicht, wie ich das finden soll. Wieder so eine Slide-Passage. Und Checkpoint. Bislang alles definitiv noch machbar. Mist. Wie kommt man denn da hoch? Da muss man bitte hierher kommen. Ich glaube, von dem bounced man etwas höher ab. Bitte komm her, hä? Okay, egal. Da oben ist eins. Wir haben es auch irgendwie bekommen. Okay, jetzt wird es langsam kritisch. Vor allem, weil ich ein bisschen zu hastig bin wieder. Ich sollte immer mal ein bisschen warten. Vielleicht gibt es noch mal eine Herzkiste, aber ich bezweifle es. Das gab es, glaube ich, nach dem Checkpoint noch nie, außer es war wirklich sehr, sehr schwierig. Ja, Mist. Bin jetzt hier hochgekommen. Hier ist auch nichts anderes weiter. Also es ist echt nichts Besonderes. Mist. Langsam ist lächerlich. Also, dass wir den dritten Game Over bekommen, ist ja logisch, aber das muss nicht jetzt sein. Das muss nur nicht jetzt sein. Nicht in diesem Level, der ist machbar. Das war übel knapp. Ja. Okay, ich bin jetzt drüben. Ich habe es irgendwie nicht gerafft, dass ich so schnell war. Sorry. Allerdings habe ich euch ja jetzt nichts wirklich geskippt oder so. Also nichts Relevantes und ich bin Game Over. Recht lächerlich, weil ich bin ja eigentlich gesprungen, aber Hitbox ist manchmal echt komisch in dem Spiel. Okay, hier müssten wir das eine Mal gestorben sein. Ja, super. Und dann habe ich euch das hier nur gezeigt, ne? Okay, jetzt stehen sie auch besser da. Ich springe gleich so drüber. Das ist mir jetzt deutlich sicherer. Ja, der Tod hätte nicht mehr sein müssen. Und dann wäre man hier definitiv auch nicht Game Over gegangen. An sich hat es mir aber gefallen, das Level. Kann man mal machen. Level 2. Oh. Ein neuer Track diesmal auf jeden Fall. Eine Rakete. Ich denke mal nicht, dass ich auf das flammige Ende springen darf. Und die Drecksvögel. Weiterhin. Ah ne, das ist auch eine Rakete. Wie ich der jetzt hätte ausweichen soll, weiß ich nicht. Laber sieht aber. Komisch aus. Leute, die habe ich gerade gar nicht wahrgenommen, weil ich auf die Laber geguckt habe. Okay, das Level ist brutal. Sehr brutal. Aber an sich gefällt es mir bisher. Ist eigentlich alles noch machbar.
Auch wenn ich sagen muss, die Secrets in dem Spiel sind wirklich nicht unbedingt Secrets, ne? Das ist eigentlich immer alles sehr gut auffindbar. Was macht man eigentlich, wenn man das versaut hat? Ach, die kommen wieder hoch. Ja, die Platten finde ich ganz cool. Ist eine ganz nette Idee. Na komm, woher hätte ich denn das jetzt wissen sollen? Schafft man das echt nicht mehr? Jetzt ist auch noch der Checkpoint aktiviert. Egal. Nochmal die Platten. Ja gut, die hätte ich jetzt nicht nochmal gebraucht, um ehrlich zu sein. Aber kann man mal noch machen. Na gut, dann haben wir halt eins verpasst. Geht jetzt nicht anders. Weil ich ja gesagt habe, gerade die Secrets sind ja eigentlich nicht so schwer in dem Spiel. Schon bekommen wir ein schwieriges Secret. Dann okay, so. So, da hat mich dieses Raketending gerettet. Oh, es gibt wirklich mal eins nach dem Checkpoint ein Herz. Kann ich aber auch gebrauchen. Okay, wenn man das hier nicht schafft, ist asozial, weil dann fällt man definitiv in die Lava. Du killst mich nicht. Und dann müssen wir den Level wohl leider nochmal spielen. Konnte ich nicht wissen, ne? Aber was willst du machen? So, Level 3 ist freigeschaltet. Wenn man es weiß, ist natürlich gut machbar, ne? Ja, völlig souverän, auch nicht mehr gestorben oder so. Passt. Ja, wie man hier die Sterne bekommen hat, kann, soll, weiß ich nicht. Weiter fabriklastisch. Finde ich aber okay. So einen ähnlichen Gegner gab es in Returns, das weiß ich nur. Was ist das denn jetzt? Hä? Was? Ach lol, ich habe das gerade gar nicht. Ich dachte wirklich gerade, das ist im Hintergrund. Sorry. Ja komm, das war jetzt lächerlich. Ach, hier oben ist ein Secret. Ich dachte, das ist der normale Weg, um ehrlich zu sein. Okay. Jetzt müssen wir die Gegner benutzen, um weiterzukommen. Auch mal eine ganz nette Idee. Und was ist das? Heck. Das ist eine ganz coole Idee eigentlich, oder? Warte mal, was ist denn da unten? Da ist ja auch offensichtlich eine Rakete. Also eine Kanone. Es aber bringt mir irgendwie nichts. Hätte ja sein können, dass das jetzt ein Ultra-Secret ist oder so. Wäre auch mal cool gewesen, weil davon gibt es halt nicht wirklich viele. Das war Lost. Aber es wird schon schwieriger in dem Spiel. Finde ich aber okay. Ich muss halt aber auch echt sagen, die Welt gefällt mir eigentlich echt ganz gut. Das ist ja nicht bei jeder finalen Welt so. Hä? Das muss was mit diesem Teil auf sich haben. Mit was denn sonst? Gab es überhaupt einen Checkpoint? Ich sterbe eh noch. Nee. Jetzt gab es erst einen Checkpoint. Okay, dann sollten wir da gleich nochmal nachsehen. Ja, konnte ich jetzt nichts machen. War ich etwas überfordert. Hier geht aber auch einiges ab, ne? Aber hey, das mit den Kanonen, das fühle ich. Das ist mal eine recht nice Idee. Was? Das war's. Aber das Level war verhältnismäßig einfach. Nur keine Ahnung, wo das zweite Ding gewesen sein soll. Es ist auch hier, nur weil ich weggelenkt habe. Schade. Okay, damit haben wir das. Muss ich aber sagen, finde ich tatsächlich das beste Secret des Spiels bisher. Kann man finden und ist mal was Schwierigeres. Die Musik wird gefühlt auch immer epischer und lauter vor allem. Müssen wir jetzt mal gucken, ob das so passt. Weil Musik zu laut, naja.
Braucht man nicht, vor allem nicht im Video. Ach du Scheiße, Giftgemäuer. Hat man sich an Donkey Kong Country 2 orientiert? Ja, kann man machen. Haben ja schon... Hallo, was war das denn jetzt für ein Betrug? Hat man ja auch mit anderen Spielen schon gemacht. Aber jeder weiß, hoffentlich. Donkey Kong Country 2 hat es zuerst gemacht mit Gift. Diese aufsteigende Lava. Und ich weiß nicht, das Level war gut. Oha. Das auch. Ich weiß, das ist eigentlich etwas, was schon fast jedes Spiel mal gemacht hat. Returns hat das ja auch mal gemacht, wo man verfolgt wird. Auch von der Seite. Ja, jetzt weiß ich nicht. Ja, das ist ja jetzt scheiße. Warum kann ich denn nicht zurückspringen? Weil ich denke, ihr habt auch gesehen, dass dort auch noch eine zweite Kanone war. Da möchte ich schon gerne rein. Aber ich weiß halt nicht, welche ist denn jetzt hier die richtige? Ja, woher soll ich denn wissen, wie ich da reinkomme, hä? Versuch's jetzt noch einmal. Aber ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, wie es gemacht werden soll. Jetzt schnell! Ja, der braucht irgendwie zu lange! Also, dass dort irgendwas ist, das ist klar, aber ich weiß jetzt nicht was. Ja. Ach so. Okay, das war ein Treffer. Hier ist erst das zweite, echt? Okay, dann keine Ahnung, was das andere Ding zu bedeuten hatte. Aber wir haben alles. Ja, bin ich halt jetzt wieder unnötig gestorben. Aber was willst du machen, ne? Kann man manchmal leider nicht vermeiden. Okay, langsam ist echt übertrieben. Das ist ganz nett gemacht. Ja gut, das war jetzt die Animation. Da konnte ich jetzt nicht so schnell gucken. Wo die Rakete ankommt. Ach du Scheiße, ist das schnell. Hä, warum waren da jetzt schon wieder sowas? Check ich irgendwie nicht. Muss ich aber vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Okay, war aber ein gutes Level. Und die Musik war halt fünfmal lauter als... Sonst, warum auch immer. Weiß gar nicht, sind wir jetzt im vierten Level oder im fünften? Ach komm, jetzt nicht schon wieder, oder? Vor allem ist hier jetzt die Musik sau leise. Ach, wartet. So, ich habe vergessen, die Aufnahme zu starten. Deswegen müssen wir das hier jetzt nochmal spielen. Also ich habe es noch nicht abgeschlossen gehabt. Nur ich war halt schon fast am Ende, als ich es gemerkt habe. Das hier sind wie die Fässer aus Donkey Kong Country 1. Muss man halt immer richtig timen. Ist aber hier machbar. Ja, außer das. Aber selbst wenn ein Fehler wird eh nicht so hoch bestraft. So, das Secret hatte ich auch schon geholt. Ja, das war alles so langsam hier, ne? Aber ich kann euch sagen, hier ist überall nichts. Ich war auch eigentlich nicht gestorben. Aber. Ja. Das kennen wir ja jetzt alles schon. Die Musik im Übrigen ist halt etwas leiser, ne? Deswegen hatte ich ja eigentlich pausiert. Und hab dann halt vergessen, wieder zu starten. Ist halt ärgerlich, aber was willst du machen? Kein Bock da zu warten. So, Checkpoint. Hier war ich definitiv auch schon. Hier könnte man denken, dass sich vielleicht unter den Rädern was befindet, dass das irgendwann auftaucht, aber nee. Ist tatsächlich nicht so. Hätte ich ganz nice gefunden, aber lieber platzieren sie hier so ein Teil. Ja, kann man machen, aber... Ich hätte das mit den Rädern da besser gefunden.
hier nochmal ordentlich timen alles. Ist aber alles gut möglich. Wie ihr hier seht. Mit einem Herz hier das zu machen ist natürlich eklig, aber geht jetzt nicht anders. An sich ist das Level ganz cool, ist halt auch wieder fabriklastisch, aber das mag ich ja. Ist alles so weird, jetzt alles nochmal ein zweites Mal zu sagen. Aber ihr werdet das andere halt niemals sehen, ne? Ja, wüsste ich jetzt nicht, was ich machen soll. Warum komme ich denn da auch nicht hoch? Ist doch so nervig, wirklich. Warte, hier war ich aber, glaube ich, noch nicht gewesen. Nee. Weil das letzte Teil hatte ich noch nicht eingesammelt. Aber ich war an der Stelle schon gewesen. Da hatte ich es dann gemerkt und neu gestartet. Und ich wette, hier wäre auch gleich das Ziel gekommen. Ja. Ja gut. Das war im Übrigen Level 5. Da war ich mir nicht sicher gewesen, als ich es beim ersten Mal gestartet habe. Ja, passiert manchmal noch. Aber ja, Level 6 Lohnlevel. Super. Aber wir haben ja ordentliche Leben. Der Ton. Wieso das in manchen Leveln laut ist und in manchen leise, verstehe ich nicht. Das war das, was ich aus dem Trailer gesehen habe. Ich wusste, dass noch ein Lore-Level kommt, aber dass das jetzt kommt, naja, war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Als ob man das so krass beschleunigt, da muss man auch erstmal drauf klarkommen. Ich bin gesprungen, wirklich, aber pff, er will ja nicht. Aber an sich vom Setting her könnte das ein echt cooles Level werden. Wenn mich diese Beschleunigungsdinger jetzt schon nerven. Ja, musst du wissen. Sonst stirbst du da definitiv beim ersten Mal, wenn du das holen willst. Warum gibt es eigentlich hier keine Maiskolben-Dinger? Wie dumm ist denn das? Ich will ein paar Leben bekommen. Geht aber auch übel schnell. Wie soll denn das gehen? Hä? Ja, hier gehen wir Game Over. Also noch ein zweites Mal im Part. Gab's glaube ich auch noch nie, aber ist halt jetzt so. Dass das noch gezählt hat, ist ein Wunder bei dem Spiel. So schnell ist keiner. Und da bin ich auch eigentlich gesprungen. Schade, dass ich es euch nie beweisen kann. Das würde mich so freuen, wenn ich euch das mal zeigen könnte. Das geht nicht. Ich bin oben, aber er springt nicht noch ein zweites Mal. Das nervt mich ehrlich gesagt auch nur noch. Das Level. Ich dachte echt, das wird cooler. Aber bislang gefällt es mir gar nicht. Ist teilweise einfach nur komisch und... Okay, wenigstens habe ich das Teil. Was ich hier machen soll, verstehe ich noch nicht. Ach so, okay. So, hier Game Over, damit ihr euch freut, das zu sehen. Ehrlich gesagt nervt mich das Level. Gleich wieder Game Over im Übrigen. Oh man, einen Meter weitergekommen. Aber wieder tot und Game Over. Also bei dem Level fühle ich mich wirklich sehr betrogen. Ja, auch hier, ich habe wirklich schon in der Mitte gesprungen, aber pff, funktioniert nicht. Dann ist es zu früh. Dann sollte es aber auch bitte mal funktionieren.
Also das Level ist wirklich schlecht. Also wenn es funktionieren würde, okay, aber so ist scheiße. Ja, es ist scheiße. Ich springe wirklich. Weil das ist nichts, wo man nicht gut reagieren kann. Danke. Den Scheiß muss ich nie mehr spielen. Okay, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber irgendwie hab ich's. Okay, wenn die nach unten gehen, ist es mir deutlich sympathischer. Ich möchte das nicht nochmal spielen, sorry. Nie im Leben möchte ich das nochmal spielen. Hä, aber das hier ist wirklich easy, da hochzukommen. Wie soll denn das gehen? Warum ist die zweite Hälfte deutlich einfacher als die erste? Zumindest bis hierher. Ja, wusste ich nicht. Achso, hier Game Over. Noch länger hätte ich nicht drauf bleiben können. Wäre ich auch runtergefahren. Schade, dass der Level wirklich so wenig Spaß machen muss. Weil auf den hatte ich mich sogar mit am meisten gefreut im Spiel. Och Mann! Das Nicht-Gespringen nervt wirklich ohne Ende. Wann soll ich denn dann springen? Och, bitte, funktionier doch endlich. Dass der Scheiß aber auch nicht endet, ist lächerlich. Wirklich, das Spiel ist langsam echt nur noch Müll. Also zumindest dieser Level ist scheiße. So, manchmal nehme ich in einer Stunde drei Parts auf und hier nur einen. Das macht keinen Spaß. Dieses Level will ich nehmen. Och ja. So, da steht die Zeit 27 Minuten 48. Nein, nicht Switch Online. Ihr könnt es euch gerne nochmal ansehen, damit es natürlich vollständig ist. Ja, hab's im Handheld-Modus gespielt, weil hatte keinen Bock mehr, hier die ganze Zeit auf dem Stuhl zu sitzen. Mein Rücken tut unglaublich weh. Schlechtestes Level jemals in einem Videospiel für mich. Wirklich, es gibt glaube ich kaum ein Level, was mir noch weniger Spaß gemacht hat. Vielleicht ein Splatoon 2 Octa Expansion Level, aber mehr auch nicht. Ich danke euch trotzdem für eure Aufmerksamkeit dieses Parts von Stitchy in Toki Trouble. Wenn ihr den nächsten und hoffentlich letzten Part nicht verpassen wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Part. Tschüss, bis dann.